Jetzt kannst du eine Fake-Aufnahme machen. Ja, wir sind jetzt hier in Begleitung von Armee, weil wir dürfen jetzt hier in einer schwer, schwer streng geheime Festungsanlage. Dann müssen wir jetzt schauen, den Jeep zu überholen. Dass wir den Lastwagen vorne und den Jeep hinter. Ja, ja, okay. Das ist jetzt das Ziel. Das habe ich jetzt auch gefilmt, gell? Aber hast du es im Fall gesehen? So viel alt mit dem Velo, aber ist das nicht ein Akku-Velo? Herzlich willkommen zu einem neuen Made by Chance Mitschnitt von unseren haarsträubenden Abenteuern, die wir zusammen mit unserem Experten Lorenz Manni erleben dürfen. Unser heutiges Ziel ist das auf 1850 Meter über den Meer liegende Fort Betzberg. Oberhalb von Andermatt. Bei dieser Festung inmitten einer unglaublichen schönen alpinen Landschaft handelt es sich um eine weitläufige Fläche, die über 100 Jahre lang als militärisches Sperrgebiet galt. Obwohl die Anlage kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ihren Status als Kampfanlage verlor, blieb sie bis heute Bestandteil der im Volksmund sogenannten Gotthard-Festung. Da aber mit ihrem Bau schon 25 Jahre vor dem Ersten Weltkrieg begonnen wurde, finden wir hier oben noch heute Relikte einer sehr seltsamen Kriegstechnologie. Was damals während der Installation noch als absoluter Kriegs-Hightech galt, wirkt heute altertümlich, fremd, aber auch geheimnisvoll. Davon möchten wir einiges zeigen. Tauchen wir aber zuerst in die Geschichte dieses Ortes ein. Mit der Vollendung des ersten Gotthard-Tunnels im Jahre 1882 wuchs die Bedeutung der Gotthard-Achse und die Notwendigkeit der militärischen Sicherung. Der Festungsbau begann im Raum Ariolo und auf dem Gotthardpass und setzte sich im Raum Andermatt auf beiden Seiten der Schöllenen Schlucht fort. Hier entstanden noch vor den Weltkriegen drei Artilleriewerke. Das Fort Stöckli, das Fort Bühl und das Fort Betzberg, wovon das letztere das größte von allen darstellt. Um auf dem Betzberg die gewaltige Pionierleistung eines Festungsbaues leisten zu können, wurde im Jahre 1889 eine aufwendige 4 Kilometer lange Zufahrtsstraße gebaut. Erst ein halbes Jahrhundert später, also während dem Zweiten Weltkrieg, wurde eine Militärseilbahn installiert. Die Bergstation aus dieser Zeit ist noch heute vorhanden. Die Talstation der Bahn befand sich in der Schöllenen Schlucht.
Lasst uns aber mal etwas von dieser seltsamen Kriegstechnologie betrachten. Wir finden am Hang in Richtung Andermatt eine Stellung eines sogenannten Fahrpanzers. Ein Fahrpanzer ist ein fahrbarer Panzerturm auf einem Kugellagering, drehbar gelagert, um ein Schussfeld von bis zu 360 Grad bestreichen zu können. Sie besaßen eine 5,3 cm Schnellfeuerkanone, die von einer Mannschaft von 3 bis 4 Mann bedient wurde. Der Fahrpanzer wurde von Schumann und Grouzon im Jahre 1878 entwickelt und zuerst in Rumänien eingesetzt. Die Weiterentwicklung für die Schweizer stammt aus dem Jahre 1887. Die Fahrpanzer wurden mit Hilfe von Schienen aus ihrer Garage in ihre Gefechtsstellung geschoben. Wir sprechen von einer Technologie, die 35 Jahre älter als der Erste Weltkrieg ist und bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges eingesetzt wurde. Dieses Objekt hier ist eine sogenannte Annex-Batterie aus dem Jahre 1903. Wir sprechen von einer mit Artillerie ausgestatteten gedeckten Anlage, die zwar dem Fort zugehörig, aber dennoch außerhalb des Forts angelegt wurde. Dadurch benötigte die Anlage die modernsten Kommunikationsmittel, die damals möglich waren. Der Telefonapparat war noch nicht lange erfunden worden und daher immer noch teuer. Hier oben war er aber bereits Bestandteil der Infrastruktur. Aber auch diese seltsam anmutenden Panzertürme stammen noch aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Sie beherbergten einmal die im Jahre 1882 entwickelten 12 cm Panzerturmkanonen. Auch diese blieben bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges im Einsatz. Obwohl daraus nicht eine einzige Kugel gegen einen Feind abgefeuert wurde, forderten diese Metallmonster Menschenleben. Im Jahre 1944 entzündete sich bei einer Schießübung mehrere vorbereitete Schussladungen. Dabei verloren 8 Schweizer Soldaten ihr Leben. Erst 3 Jahre später wurde entschieden, dass hier oben die Kanonen für immer schweigen sollten. Im Kalten Krieg wurde die Anlage mit 2 modernen Festungsminenwerfern ausgerüstet und diente zudem als Gebirgsunterkunft.